Rund 900 Millionen Menschen leben weltweit in Slums. Und am höchsten ist der Anteil in Afrika. In Ländern südlich der Sahara sind 56% der Stadtbevölkerung in solchen Elendsvierteln zu Hause. Besonders hart trifft es Kinder und Jugendliche ohne Eltern. Allein in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gibt es 50.000 Straßenkinder. Ihnen bietet jetzt ein 32-jähriger Schweizer eine Perspektive. Gianmarco Marinello lässt Slum-Kids erzählen, wie sie aufgewachsen sind, und interessierte Touristen hören zu. Denn die Geschichten mitten aus dem Alltag sind authentischer als jede Stadtführung aus dem Katalog. Pasquale Ferrara und Samuel Borre berichten. Nairobi. Die Hauptstadt Kenias ist die modernste Metropole in Ostafrika. Doch in der 3-Millionen-Stadt herrschen extreme Gegensätze. Gianmarco Marinello hat in Nairobi ein Nachdiplomstudium in sozialer Innovation absolviert und ist hier geblieben. In den Slums kämpfen die Menschen täglich ums Überleben. Hier im Slum Matare hat der Zürcher geforscht. Er fand es ungerecht, dass viele Kinder keine Zukunft haben. Mit diesen Jugendlichen, alles ehemalige Straßenkinder, suchte er nach einer einträglichen Geschäftsidee. Dabei haben wir herausgefunden, dass die eigentlich faszinierende Fähigkeiten haben, obwohl sie nicht in der Schule sind, obwohl sie kriminell sind, nicht wissen, was mit dem Tag anfangen. Wir haben immer irgendwie zu ihnen aufgeschaut, weil wir haben gemerkt, sie sind so reif und sie haben so viel Erfahrung in der Straße gesammelt durch ihren Lebensstil, den sie hatten. Einer von ihnen ist Kismart. Er zeigt uns seinen Slum, seine Heimat. Bei Regen überfluten die Wege, erzählt er uns. Die Menschen leben auf engstem Raum. Doch was ihn bedrückt, sind die fehlenden Perspektiven. Vor allem Jugendliche ohne Schulabschluss stranden in der Kriminalität. Guran. Yo, Mansi. One of the options that we have drugs. So it was, you know, like they normally take like the younger boys to go and sell drugs. That was one of the opportunities that we had. Another opportunity was like just to get into gangs and start stealing from people. Bis vor kurzem hat Kismart als Händler gestohlener Waren sein Geld verdient. Damit hat er auch seine Wohnung bezahlt. So, welcome guys. This is my house. This is my bedroom, sitting room, dining, kitchen. Yeah. Hier fühlt er sich zu Hause. Doch jetzt will er wegziehen. If you don't have like a permanent job, you can't leave the slum. You'll go and always come back. So you need to be stable also financially, because you know, when you move out of a slum, you are going to start a new life. Seit einem Jahr haben er und seine Kollegen erstmals ein geregeltes Einkommen. Ihre Geschäftsidee, sie nutzen etwas, was sie im Übermaß haben. Weil sie so viel erlebt haben auf der Straße, sie haben so viel zu erzählen, so eine faszinierende Lebensgeschichte. Und sie wissen auch ganz genau, wie die Stadt funktioniert. Sie kennen jede Ecke, jedes Geheimnis. Und sie sind selber unternehmerisch tätig in der Stadt, auch wenn es kriminell war. Und das muss die Welt wissen. So entstanden die Stadttouren Nainami. Es bedeutet Nairobi mit mir. Die speziellen Touristentouren kommen gut an. Rund 28 Franken zahlt jeder Teilnehmer. Im Einzelgespräch erzählen die Jugendlichen an den Schauplätzen im Stadtzentrum von ihren Erlebnissen auf der Straße. The entire area, this was my home, and I used to live. I used to sleep on the other side. And we also had like two homes. It was there and there at the roundabout. 3 Stunden dauert die Tour und gibt Einblicke in ein Stadtviertel, wo Touristen kaum hinkommen. Die ehemaligen Straßenkinder erzählen auch von ihrer kriminellen Vergangenheit. I used to snatch from there. And when they tried to follow me, and when I see it is a crowd, I used to enter inside the river. Yeah. After entering into the river, I used to enter into that tunnel. Das Gesetz der Straße kann brutal sein. Diebe werden oft von einer aufgebrachten Menge gelyncht. Brembe wurde hier erwischt und schildert seine erschütternde Geschichte. So this is the place where I was brought after I stole from the estate. I was brought here for, it's like they call it the justice place where they burn thieves. So I was brought here and they beat me up. They wanted to burn me, but a woman just saved me. Yeah, but this is the place.
And what happened to your friend? My friend was burned. My friend was burned alive while I was there. Ein gemeinsames Essen gehört immer dazu und ist im Preis inbegriffen. Die Tour will keine Besichtigung sein, sondern Begegnungen schaffen. Auf der anderen Seite der Stadt ist Gianmarco Marinello unterwegs, um das Angebot besser zu vermarkten. Das kostet Geld. Die Einnahmen reichen, um die Löhne der Stadtführer zu zahlen. Marinello selber lebt noch von seinen Ersparnissen. Heute besucht er eine Reiseagentur am Rande der Stadt. Hey, Gianmarco, what's up, man? Long time. How are you? Good, man. How are you doing? Me too. Sie diskutieren eine Erweiterung der Tour auf einen ganzen Tag. Marinello selbst ist überzeugt, dass Nainami 500 Teilnehmer pro Monat erreichen kann. Sie wollen neue Jugendliche aus den Slums anstellen und auch neue Geschäftsideen umsetzen. Nice, sounds professional. Nainami hat eine größere Vision. Und zwar geht es bei uns nicht um Touren, es geht darum, können der Welt aufzeigen, dass eben benachteiligte Jugendliche aus dem Slum ohne Schulabschluss, solche, die in Kriminalität abgerutscht sind, eben doch fähig sind, zum offiziell Business zu machen, offiziell können Werk kreieren für die Gesellschaft. Und Tour ist nur ein Beispiel davon, dass sie das können. Und wir wollen jetzt noch weitere Businesses entwickeln. Und wir wollen, dass unser Ansatz weltweit Anklang findet, in allen Städten, Großstädten auf der Welt. Wir tauchen nochmals ein in das Treiben von Downtown Nairobi. Hier sieht man sie, die Straßenkinder. So sah auch das Leben der Nainami-Stadtführer einst aus. Mit allem, was dazugehört. Betteln, stehlen und Leimschnüffeln, um die Kälte und die Not zu betäuben. Ja. Auch Kismat hat das durchgemacht. When I look at them, I just reflect like how I was also in the street, because we're just like this is the age that I came when I was just like him, but him is taller. Just a reflection of how life is. So I see myself through him. Dieses Leben hat Kismat hinter sich gelassen. Er und seine Kollegen hoffen nun, mit Nainami auch anderen Jugendlichen einen Weg zu weisen. Wir machen weiter mit einem Problem, das auch in der